Servus die Fashion, schön, dass ihr dabei seid. In einem Tutorial geht es meistens um das Wie. Also im Fall des Ärmels, wie schneiden wir den Ärmel zu? Wie soll der Schnitt aussehen? Wie nähen wir den Ärmel? In diesem Video soll es ausnahmsweise um das Warum gehen. Also warum passt ein Ärmel? Warum sieht ein Ärmelschnitt so aus, wie er aussieht? Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, dann bleibt gerne dran. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert gerne kostenlos meinen Kanal. Also, gehen wir's an. Was muss ein Ärmel überhaupt können? Es muss ein Arm reinpassen. Ganz genau. Der Arm muss reinpassen und er muss ins Armloch hineinpassen, sonst können wir ihn nicht einnähen. Das heißt, ein Ärmel ist einfach ein Schlauch, durch den der Arm durchpasst. Und genauso ein Modell habe ich hier in diesem Hemd einmal für euch genäht. Und das schauen wir uns jetzt an. Dieser Ärmel hat natürlich ganz viel Platz nach oben und man kann sich super in ihm bewegen. Er ist ganz gerade geschnitten und hat überhaupt keine Armkugel. Wenn der Theo den Arm aber hinuntergibt, dann haben wir unterm Arm ganz viel Bampf, ganz viel Material. Und das wollen wir natürlich bei einem Ärmel nicht. Das ist mein Ärmelschnitt. Einfach gerade geschnitten, ohne Armkugeln, in der Mitte halbiert. Wenn wir den jetzt zusammenrollen, dann sehen wir, dass der Ärmel ganz gerade im Armloch steckt. Um das Material unterm Arm wegzubringen, schrägen wir unseren Ärmel zum Körper hin ab. Und das mache ich hier ganz einfach, indem ich den Ärmel einfach abschneide. Dadurch entsteht eine Spitze und ich könnte den Ärmel nicht einnähen, also runde ich ihn oben an der Ecke etwas ab. Damit habe ich meinen Ärmel schon näher an den Körper gebracht. Ihr könnt sehen, der Ärmel ist jetzt etwas schräger und wenn der Theo den Arm hebt, dann hat er nicht mehr so viel Spielraum wie bei dem anderen Ärmel. Das Teil darunter, also das Hemd, geht viel stärker mit. Durch die Abschrägung ist jetzt eine Kurve im Schnitt entstanden und dadurch haben wir hier oben Rüscheln, die wir eigentlich bei diesem Hemd nicht wirklich wollen. Außerdem haben wir hier viel zu viel Material im Ärmel und vorne ist auch viel zu viel Material. Dieser Ärmel passt also nicht optimal. Deshalb müssen wir den Schnitt noch mehr anpassen und eine wirklich exakte Armkugel für dieses Hemd machen. Hier unten, wo der Ärmel eingesetzt ist, bis hier oben zur Armkugel, das ist unsere Armlochhöhe. Und die müssen wir beim Schnitt natürlich entsprechend beachten. Am Körper ist die Armlochhöhe zwischen der Schulter und dem Punkt, wo unser Arm zu Ende ist. Von außen sieht das so aus. Im Schnittmuster ergibt sich die Ärmellinie durch die Rückenhöhe plus eine Zugabe. Der Armlochdurchmesser ist der Bereich, wo unser Arm am Körper angewachsen ist, senkrecht nach unten auf unsere Brustumfangslinie. Und das ist natürlich im Rücken ebenso der Fall. Beide Armlochdurchmesser plus die Brustbreite und die Rückenbreite ergeben in Summe wieder den Brustumfang. Im Schnittmuster haben wir das halbe Vorderteil und das halbe Rückenteil. Unsere Armlochhöhe vorne und im Rücken stehen senkrecht zur Ärmellinie. Damit das Armloch gut passt, ist es anatomisch geformt. Im Rücken also flacher und steiler, im Vorderteil runder und etwas tiefer. Auf unserer Ärmellinie ist der halbe Brustumfang aufgeteilt. Das heißt, wir haben eine Brustbreite, dann den Armlochdurchmesser als Ganzes und unsere Rückenbreite. Die Seitennaht teilt das halbe Schnittteil in die Hälfte. Meistens ist das Vorderteil um 1 cm breiter, aber unser Rückenarmlochdurchmesser ist etwas kleiner als der vordere Armlochdurchmesser. Im Vorderteil entsteht etwas mehr Raum im Armloch, weil es tiefer ausgeschnitten ist. Und im Rücken haben wir mehr Platz für unsere Schultern. Wie sich das bei einem körpernahen Schnitt auswirkt, zeigen wir euch anhand einer Jacke. Dieser Ärmel ist so konstruiert, dass er stark am Körper anliegt. Wir wollen also hier eine schöne, glatte Form mit möglichst wenig Material unter dem Ärmel. Und das hat den Nachteil, dass wenn Theo den Ärmel hochhebt, dass der Sakko stark mitgeht.
Das ist bei einem Sakko oder bei einem Kleid, das eng sitzt, auch kein Problem, denn hier wollen wir ja keine Mehrweite haben. Ist es aber notwendig, dass der Ärmel nicht komplett symmetrisch ist. Wir müssen ja noch Auto fahren können, jemandem die Hand geben, vielleicht essen oder schreiben. Und deswegen braucht es hier im Rückenärmel mehr Platz. Im vorderen Ärmel brauchen wir nicht so viel Platz, weil wir unsere Arme im Normalfall nicht ganz weit nach hinten strecken. Unser enger Ärmel muss also ganz anders aussehen als zum Beispiel ein Ärmel für ein T-Shirt oder für einen tief angesetzten Ärmel bei einem Pullover oder bei einer Jacke. Für Theos Jacke ist natürlich ein Zweinahtärmel die richtige Wahl, ebenso für Mäntel. Hier wird mit einer zusätzlichen Naht viel mehr Form erzielt und dieser Ärmel wird natürlich auch wesentlich komplexer konstruiert. Gehen wir jetzt wieder zurück zu unserer Grundärmelform für Blusen, für Tops, für Shirts. Hier sehen wir einen Zusammenhang zwischen der Armlochhöhe, der Ärmelweite und dieser Strecke, nämlich der Strecke unserer Armkugel. Je höher diese Strecke hier in der Armlochhöhe ist, desto länger wird diese Strecke in der Armkugel zum Einsetzen. Wir richten uns natürlich beim Schnittzeichnen an der Armlochhöhe in unserem Modell. Üblicherweise wird die vordere Armlochhöhe und die hintere Armlochhöhe zusammengezählt und durch 2 dividiert. Das ist dann die durchschnittliche Armlochhöhe. Und an der richtet sich diese Höhe in unserem Ärmelschnitt. Wir sehen auch die Form der Kugel. Das heißt, hier vorne im vorderen Ärmelteil ist der Ärmel ein Stückchen nach vor gerutscht und das entspricht auch unserer Anatomie. Weil hier haben wir unseren Schulterpunkt, unsere Schulter. Das heißt, der Ärmel ist nicht genau symmetrisch, sondern hier vorne etwas stärker ausgerundet. Diese Kurve ist etwas steiler und hier auch stärker ausgerundet im Vorderärmel. Und im Hinterärmel haben wir eine flachere, weitere Kurve und hier ist auch weniger ausgerundet. Und das hat den Sinn, dass wir hier hinten in unserem Arm etwas mehr Platz haben. Auch hier oben wird der Einsatzpunkt an der Schulter nach vor verschoben, damit hier mehr Einhalteweite entsteht. Ein Ärmel muss sich natürlich über die Schulter rollen und diese Einhalteweite spielt sich im Wesentlichen hier in diesem Bereich, also zwischen den Ärmel-Einsatzzeichen ab. Hier oben muss der Ärmel ein Stückchen flach sein, sonst wird es schwierig, ihn einzusetzen. Aber hier in diesen Rundungen wird der Ärmel eingehalten. Das dient dazu, dass sich der Ärmel schön über die Schulter rollt und wir genug Platz für unsere Armkugel haben. Wenn wir nach unten schauen, dann sehen wir, dass der Ärmel hier unten auch etwas gerundet ist. Das muss man nicht machen, verbessert aber die Form, die Passform des Ärmels unten. Wir können sehr gut überprüfen, ob der Ärmel richtig gezeichnet ist. Und auch wenn wir die Einsatzzeichen vergessen haben, sehen wir sehr gut, was der Hinterärmel und der Vorderärmel ist, indem wir unseren Ärmel einfach in die Hälfte legen. Und zwar nicht hier in der Hälfte, sondern vorne bei unserem Einsatzzeichen, dass hier ein Stückchen nach vor verschoben ist. Und wenn wir diesen Ärmel jetzt umdrehen, dann sehen wir hier schon, das könnt ihr hier schon sehen, dass hier eine Mehrweite entsteht. Also dort, wo die Mehrweite entsteht, das ist der Hinterärmel. Und diese Mehrweite brauchen wir auch, dass unser Ärmel gut passt. Hier oben seht ihr eine verstärkte Rundung. Das ist wieder die Rundung, die für unsere Armkugel, die ja leicht nach vor geneigt ist, Platz schafft. Und das gibt es im Prinzip bei jedem Ärmel. Dazu passend konstruieren wir unseren Ärmel. In diesem Fall würde der Ärmel eine ganz flache Armkugel haben und unser Ärmeleinsatzpunkt ist auch viel mehr in der Mitte als bei einem Ärmel mit einer hohen Kugel. Auch hier haben wir wieder die Einsatzzeichen vorne und hinten und durch diese flache
Armkugel entsteht auch weniger Einhalteweite wie bei einer hohen Armkugel. Die brauchen wir natürlich nicht, weil unser Ärmel ohnehin über die Schulter rutscht. Hier braucht der Ärmel natürlich eine hohe Armkugel und eine entsprechende Einhalteweite hier oben, damit er sich gut über die Schulter rollen kann. Hier folgt der Ärmelschnitt der Anatomie des Körpers und der Apnea dient dazu, dass der Ärmel besser am Unterarm sitzt. Für einen besseren Sitz an der Länge habe ich hier unten wieder eine Abrundung eingebaut. Ich hoffe, es war etwas Interessantes für euch dabei. Danke fürs Zuschauen. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Bussi, Baba, bis bald. Du bist so groß. Wie ist die Luft da unten?